Wie man eine professionelle 32 mm Dübelverbindung ohne Maschine herstellt, das und vieles mehr zeigen wir in diesem Video. Hallo, ich bin Mira von IGM und heute möchte ich euch die IGM Bohrschablonen FKP656 und FKP900 vorstellen. Die Schablone FKP656 besteht aus eloxiertem Aluminium und ist zum Dübeln von Möbelteilen vorgesehen. Das heißt, die Eckverbindungen von Möbeln, wenn ihr die Seite mit dem Boden und der Unterseite verbinden müsst. Die Schablone FKP900 besteht aus einem sehr harten und haltbaren Material und ist zum Eindübeln in den Untergrund, zum Bohren von Löchern für Regalstützen, zum Bohren von Löchern für Griffe und zum Bohren von Löchern für Möbelscharniere verschiedener Hersteller vorgesehen. Wenn ihr also beide Vorrichtungen besitzt, könnt ihr Möbel aus großflächigen Materialien zusammenbauen und fügen, bis hin über Regale und zu den Scharnieren ohne Einschränkungen selber herstellen. Beide Schablonen haben einen Lochabstand von 32 mm, was dem internationalen Standard für die Möbelproduktion entspricht. Außerdem verwenden sie dieselbe Bohrspindel und können daher untereinander ausgetauscht werden. Der Hauptvorteil der FKP656 Schablone ist ihre Genauigkeit und Einfachheit, sodass auch Anfänger mit dieser Vorrichtung gut arbeiten können, um eine professionelle Verbindung für Dübel herzustellen. Bei einer Teillänge von 656 mm könnt ihr bis zu 20 Löcher auf einmal bohren. Bei einem längeren Teil könnt ihr die Vorrichtung einfach verschieben und im gleichen Abstand vom letzten Loch wieder anschließen. Die Schablone beinhaltet ebenso eine Bohrspindel für präzises Bohren, die ihr in jede Bohrmaschine oder jeden Akkuschrauber einspannen könnt und mit extra präzisen Dübelbohrern mit Hartmetallklinge, die mit Inbusschrauben geklemmt werden. Perfekte senkrechte und präzise Löcher für Dübel- und Konformationsschrauben. Bohrer mit einem Durchmesser von 3 bis 12 mm sind sowohl für Durchgangs- als auch für Nicht-Durchgangslöcher erhältlich. Die Bohrspindel verfügt an der Unterseite über eine Aufnahme zur präzisen Einführung und Führung in der Schablone, wodurch es zu keinem Kontakt des Bohrers mit der Spindel oder der Schablone und somit zu keiner Beschädigung der Schablone oder des Bohrers kommt. Die Schablone verfügt über 4 Klemmfüße zur Befestigung am Werkstück. Mit dieser Schablone könnt ihr sowohl in die Oberfläche des Bauteils, an der Seitenkante als auch in dessen Vorderkante bohren, sowie in Bauteile mit einer Dicke von 18 bis 38 mm. Im Lieferumfang sind neben der Schablone selbst und der Bohrspindel auch ein Ring zum schnellen Ändern der Bohrtiefe in den Untergrund, ein Dübelbohrer mit 8 mm Durchmesser für Dübel, ein Zentrierdübel zum Bohren in lange Teile, 100 Stück 8 mm Dübel und ein Imbusschlüssel enthalten. Eine weitere Schablone ist die FKP900. Der Hauptvorteil dieser Schablone ist ihre Vielseitigkeit und Länge. Mit dieser Schablone könnt ihr ganz einfach Löcher für Stifte, Konformationsschrauben, Regalstützen, Griffe oder Scharniere erstellen. Mit der Schablone FKP900 könnt ihr bis zu 26 Löcher gleichzeitig mit einer Teillänge von bis zu 900 mm bohren. Die Länge ist aber in keiner Weise begrenzt, denn genau wie bei der Schablone für den Rand könnt ihr auch mit den mitgelieferten Anschlägen mit gleichem Abstand von zuletzt gebohrten Löchern wieder anschließen. Die erste Lochreihe dient zum Bohren von Löchern für Dübel oder Konformatsschrauben in die Oberfläche des Teils, beispielsweise für eine innere Trennwand oder zum Bohren von Löchern für Regalträger und für Möbelgriffe im Abstand von 32 mm. Bei Verwendung des Anschlags im Loch mit der Markierung 0 folgen die Löcher für die Dübel in der Oberfläche genau den Dübeln, die mit der Schablone FKP656 in die Kante des Teils gebohrt wurden, absolut ohne Rückschlag an der Vorderkante. Die zweite Lochreihe dient zum bereits erwähnten Bohren der Löcher für die Scharniere, und zwar genau nach den Abständen des von euch verwendeten Herstellers. Auf der Schablone sind Löcher für die Scharnierabstände 45 und 9,5, 45 und 10, 48 und 6 mm und 52 und 5,5 mm vorgebohrt. Löcher für Scharniere der Hersteller Blum, Hettich, Gras, Mepler, aber auch gängiger Marken wie Strong oder GTV könnt ihr ganz einfach vorbereiten. Verwendet die mit 3, 4, 5 und 6 markierten Löcher, um den Abstand der Scharniere vom Rand der Tür zwischen 3 und 6 mm genau einzustellen.
Zur Befestigung der Schablone am Teil könnt ihr jede beliebige Spannzwinge verwenden. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von Zwingen mit einer Backenschutzabdeckung, um Beschädigungen am Werkstück vorzubeugen. Im Lieferumfang enthalten sind eine Dübelschablone, eine Bohrspindel, ein Ring zum schnellen Reduzieren der Bohrtiefe in den Untergrund, Einsatzanschläge für lange Verbindungen in Löcher von 3,5 und 8 mm, Anschläge zur Abgrenzung am Teil mit einer Spitze zum Markieren der Achse der Scharnierschale, ein Metallbohrer mit 5 mm Durchmesser für Regalstützen, Griffe oder Löcher für Euroschrauben und 100 Stück 8 mm Dübel. Die FKP-Schablonen können mit einer Bohrhülse mit verlängertem Hub zum Bohren von Löchern für 50 mm lange Konformationsbohrer und durchgehende und nicht durchdringende Bohrer mit einem Durchmesser von 3 bis 12 mm ergänzt werden. Und das ist alles für diese beiden Vorrichtungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Klickt auf Abonnieren und bis zum nächsten Video.